Servus Community, ja, in der letzten Folge haben wir endlich Elpenor seiner gerechten Strafe zugefügt und er hat uns da jetzt wieder Geschichte erzählt mit dem Kult, ja, der uns schon seit Kindheit sucht, aber Hauptgeschichte machen wir etwas später weiter. Wir kümmern uns jetzt einmal um dieses Grabmal und dann eben diese zwei Fragezeichen, was wir das letzte Mal schon gesagt haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like da. So, dann schauen wir mal. Und abonniert den Kanal. Hier haben wir ja einiges wieder zu machen. Befehlshaber, Kultisten, Tafel und zwei Schätze. Oh! Ich muss kurz weg. Ist ein bisschen heavy jetzt gerade. Da ist die Tafel, sehe ich gerade. Geh. Achso, wir haben dich. Das magst du vielleicht zu sehen. Schauen wir mal. Der war jetzt gut. Der hat sich echt gut gewehrt, der Bursche. Das dauert nicht. Ja! So, da irgendwo war ja diese antike Tafel. So, dann fehlen noch zwei Schätze. Da schon. Die schauen auch nicht schlecht aus. Aber es gibt ja da noch einen zweiten Schatz. So groß ist dieses Lager gar nicht. Wo ist da jetzt der zweite Schatz? Da war einer. Nee. Nix. Aber da auch nicht. Ah, da haben wir's, ja. Na perfekt, haben wir das Lager auch abgeschlossen. Ansonsten ist da nichts mehr. Dann schauen wir gleich mal, was wir da Schönes bekommen haben im Inventar. Gleich mal gucken.
Weil die Schuhe, die sind einmal gar nicht so übel mit Level 14, die werden wir anziehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Bogen würde ich irrsinnig gerne irgendwann mit diesem Eber nochmal schauen. So, und dann haben wir die Karte. Schauen wir auf die Karte kurz, schnell speichern. So, genau, und wir wollen ja da zurück. Das heißt, wir haben eigentlich da daneben noch was. Genau, das werden wir sich gleich einmal anschauen. Bevor wir da zurückgehen. Entschuldigung. Ein Bär. So, da schauen wir jetzt einmal rauf, was das noch so auf sich hat. Bevor wir da mit Herodotus sprechen, will ich auf jeden Fall noch wissen, was da oben ist. Und dann haben wir noch ein Fragezeichen, habe ich gesehen, das muss ich auch noch anschauen sollten. Vielleicht schaffen wir es sogar auf Level 15 und könnten dann diesen Eber nochmal probieren. Okay, das ist ein Wolfsbauch. Okay. Ist ein Alpha-Wolf? Tatsächlich. Schon. So, das Fell brauchen wir ja eh. Hier haben wir noch. Ein bisschen was. So, Materialien, ein paar Drachmen. Gar nicht so schlecht. Na gut, haben wir diesen Wolfsbauch erfolgreich abgeschlossen. Dann können wir gleich wieder auf die Map schauen. So, da, den haben wir gemacht. Dann haben wir eigentlich nur noch das. Bevor wir da zur Hauptstory zurückgehen. Haben wir noch das und natürlich unseren altbekannten Eber, den ich gemacht haben. Wir haben zwar jetzt das Schwert ein bisschen ausgebaut, das stimmt schon. Müsste da oben sein. Holen wir sich unser Pferd. Los. Ah, drücke, um zur Kartenmarkierung zu gelangen. Ah, das habe ich auch noch nicht probiert. Interessant. Da bewegt sich praktisch. Nee. Da bewegt er sich praktisch von selbst. Das ist natürlich interessant. Solange es halt eine Straße gibt. Aber wir sind ja schon fast da. Das ist natürlich eine interessante Komfortfunktion, wenn man denkt, ja. Weil oft muss man von einer Ecke zur anderen auf, und es gibt eben doch eine Straße. Und von daher sicher nicht schlecht. Das schaut sehr nach einer Höhle aus. Interessant. Höhle des Kratos. Anführer, das Siebetöten und drei Schätze. Ja, ja, ja.
Das werden wir sich natürlich geben. Dann haben wir noch irgendwas im Inventar, das wir sicher zerlegen können. Ja. Gut, es geht da rüber scheinbar und runter auch. Gut, also runter in dem Sinne nur wegen den Materialien. Da gibt's nicht. Noch nicht runterhupfen. Oh. Ah, okay, das ist eher schräge. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Materialien brauchen wir eh. Anführer ist einmal erledigt. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo die Schätze sind. Vielleicht. Oder unten könnte natürlich. Ah, ja, unten. Schwerer Bogen. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich überragend. Aber ein bisschen was haben. Natürlich kann man diesen Bogen. So. Nee, wir müssen darüber, wo der Anführer war.
Also da waren wir jetzt, glaube ich. Was ist das? Oh ja, da waren wir. Dahin geht's. Genau, das war der Anführer. Da haben wir den nächsten Schatz. Okay, auch nicht so schlecht, aber auch nicht so. Okay, da geht es aber jetzt scheinbar nicht weiter. Nee. Da oben, glaube ich, ist auch nicht weitergegangen. Oder? Oh ja, da geht's weiter. Ah. Da unten ist noch ein Schatz. Und das war's mit der Höhle. Sehr gut. Denke mal, wir können hier rausklettern. Und auch nicht. Oh ja. Oder? Nee. Okay, da können wir mal niederkommen, so nicht raus. Mal schauen, wo wir da. Also die Höhle selbst wäre jetzt abgeschlossen auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen, wo kommen wir da jetzt genau raus. Da oben auf jeden Fall nicht. Ja, da ist noch ein Mineral. Auch nicht schlecht. Und dann wird es da weitergehen. Aha. So, interessant. Wo kommen wir aus der Höhle raus? Das ist die gute Frage. Okay, da gibt es noch ein bisschen was zum bezüglich Aufbauen, das schadet nicht. Ah. Eroberungsschlacht verfügbar. Wo kommen wir? Neue Region. Okay. Interessant. Mein ganzes Leben lang hörte ich Geschichten über Leonidas. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich hier bin. Was? Da wollen wir gar nicht her. So. Da, okay, hör Sandra, das ist schön, dass du dort bist, aber wir wollen wo ganz anders hin. Und zwar wollen wir jetzt darunter
zu unserer Hauptquest. Genau. Obwohl, eigentlich kann ich ja, mal ganz kurz einmal, ich könnte ja genau. Ich könnte ja nach Delphi schnell reisen. Da ersparen wir uns das Herumgeklettere. Ist nicht unbedingt immer notwendig. Und wir haben ja in dieser, aber dieses Gebiet machen wir noch nicht. Nee. Da kommen wir sicher hin und schön, dass sie das ganze Leben dorthin wollte. Jetzt nicht, Cassandra. Jetzt nicht. Ein anderes Mal sicher. Kein Problem. Aber jetzt wollen wir sich auch weiter kümmern um unsere Hauptgeschichte. Und mit dem nächsten, und wenn wir jetzt noch ein Level steigen würden, würde ich mir den Eva nochmal geben. Weil den goldenen Bogen, den will ich einfach nicht auslassen. Das wäre echt blöd. Den will ich mir auf jeden Fall holen. So. Jetzt gehen wir mal zum Schmied und schauen mal, ob wir was aufbauen können. So, die Quest werden wir da natürlich erklären. Speichern wir mal auch zur Sicherheit. Schnell speichern zumindest. Dass nichts passiert. Weil ich glaube, dass wir das Level machen würden. Bin mir fast sicher. Keine Ahnung was, aber jetzt will ich einmal, bevor wir da weiter tun, zum Schmied gehen. Bin mir nicht sicher. Wir haben schon einige an Materialien gesucht. Ob ich da jetzt wirklich was ausbauen kann, bin mir nicht sicher. Was kann ich für dich tun? Sehr gut. Der Torso, wenn der ausgebaut ist, ist das immer gut. Aber das wird... Ja, das war mal gedacht. Aber wir schauen, ob wir noch was gravieren können. Das ist eigentlich ideal. Da können wir auch nichts machen. Das haben wir auch. Aber da. Schlange plus 30. Das ist wieder ein eigener Satz. Okay. Hier können wir was dazu tun. Das wird es gewesen sein, schätze ich einmal. Ja. Dann schauen wir, ob wir irgendwas verkaufen können. Nö. Das Zeug behalten wir uns natürlich. Komm jederzeit wieder. So, und jetzt schauen wir mal, jetzt quatschen wir mal mit Herodotos, was der so zu sagen hat. Das würde mich echt interessieren. Aha. Also das ist die Geheime. Aha, da ist der Kult drin scheinbar. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Hast du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Wie sehe ich aus? Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich überstürzt?
So, meine Lieben, aber wie es mit dem Kult weitergeht und was sich hinter dem Kult jetzt tatsächlich verbirgt, das sehen wir erst in der nächsten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Taurus, aka Erwin, ciao, ciao.